Freunde, meine Pinky-Familie! Sie sind doch mit großer Gewissheit Granny Smith. Ich werde Igneous Rock Pie, Sohn von Felspar Granite Pie, genannt. Willkommen, nennen Sie mich ganz einfach Claudi Quartz. Es soll Ihnen die Vorhersehung wohlgesonnen und unser bescheidenes Heim ein komfortabler Unterschlupf sein. Ihr schmeißt ja alle mit Worten um euch, die echt lustig sind. Was habt ihr nochmal gesagt, wie ihr heißt? Iggy? Und weißt du was? Dich nenne ich einfach Big Mama Q. Wendet nun euren Blick auf Limestone Pie. Ma und Pa gehört zwar diese Steinfarm, doch ich halte sie am Laufen. Verscherzt ihr's euch? Ei, ei, Fräulein Griesgram. Niemand will deine wertvolle Miene. Oder Holders Boulder. Haltet euch lieber fern von Holders Boulder. So bist du jetzt glücklich. Und du bist bestimmt... Das ist Marble Pie, meine kleine Schwester, die ein paar Minuten jünger ist als ich, aber für immer meine Kleine bleiben wird, nicht wahr? Sie freut sich so, euch kennenzulernen. Und sie wünscht euch einen frohen Freundschaftsfeuerabend. Mhm. Pinky hat wohl schon immer das Reden für sie übernommen. Achtung, Achtung! Was habe ich über Holders Boulder gesagt? Dauert nur ein Sekündchen. Liebe Ponys, packt die Koffer aus. Wir haben eine Menge Platz oben. Und dann ist es Zeit für das Freundschaftsfeuer-Abendessen. So weit, so gut, Cousine. Oh, ich freue mich schon so auf frische, süße Brötchen. Die esse ich an diesem Abend am liebsten. Ich für meinen Teil esse am liebsten immer den sechslagigen Bohnen-Dip. Ja, den mag ich auch. Oh, Applejack, glaubst du, ihrer schmeckt doch besser als unsere? Oh, das ist sicher kaum möglich. Aber es würde mich auch nicht überraschen. Freut ihr euch schon aufs Abendessen? Wisst ihr, wer noch? Spoiler-Alarm! Ich bin es! Wo sind die warmen Brötchen und Apfelglühwein und der doppelt gebackene Kuchen? Und wo ist der sechslagige Bohnendip? Bei uns gibt es Steinsuppe. Ach, ist doch Jacke wie Hose. Doppelt gebackener Kuchen oder Steinsuppe. Essen ist Essen. Habe ich recht oder habe ich recht? Weißt du was? Wir hatten ja nichts anderes erwartet. Habe ich recht, meine Lieben? Ja. Ist alles in Ordnung, Applejack? Natürlich. Ich bin eine eingerostete Fiedel. Stimm meine Saiten und lass uns essen. Dann holen wir unsere Freundschaftsfeuerpuppen. Na, damit kann ich auch was anfangen. Wer will eine Freundschaftsfeuerpuppe? Willst du damit sagen, dieser Stein ist eine Freundschaftsfeuerpuppe? Sei doch nicht albern, Dummchen. Natürlich sind das unsere Freundschaftspuppen. Habe ich recht, Marble Pie? Mhm. Unsere Puppen sind aus Stein? Habt ihr denn keine traditionell gehäkelten Puppen, die dann weitervererbt werden? Oh, sei kein Miesepeter, nur weil du einen seltsamen Stein erwischt hast. Lach mal, ich wette, du bist toll bei der Flaggensuchmission. Was such was genau? Limestone Pie, du bist Schiedsrichter. Big Mac, Marble Pie, ihr seid Team 1. Apple Bloom und Mort, ihr seid Team 2. Ma, Pa, ihr spielt mit Granny Smith. Und ihr seid kein Seniorenteam. Nein, ihr seid Team 3. Und ich spiele mit Applejack. Wir sind vielleicht Cousinen. Da wir jetzt in Teams eingeteilt sind, sagst du uns mal, was wir tun? Wie es alle Ponys wissen... Weg von Holders Boulder! Mann! Als die drei Völker sich zusammen Equestria nannten, wurde die erste Flagge von Nimble Thimble genäht. Es ist Tradition, an diesem Tag eine Flagge zu hissen, um dieses berühmte Ereignis zu feiern.
Mhm.